Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Birkenfeld. So, wir hatten ja am Montag hier unseren Studio hingefahren. So, den haben wir. Ich hab schon das eigentlich mal kurz mal ausgeschrieben. Ja, 72. Okay. Also. Zack. Zack. Punkt setzen, Richtung 570, Richtung setzen, zack, automatische Arbeitsbreite, Satz drin, 6 Meter, und zurück, zack, müsst du jetzt schief auf den Buch passen, und jetzt fangen wir so ohne an. Zack. So setzt du schon Bescheid aus. So. Und von der Lande. Los geht's. Zu kämpfen mit der Sehmaschine. Das ist viel größer wie meine alte, also meine eigene, die ich habe. So muss man das ja formulieren, korrekt. So, jetzt hier hoch. Fangen wir an hier mit. Zurückdrücken hier. So, jetzt holen wir. Zack. Ne, wir müssen schon zurückdrücken. Das vorher gerade selber vorgeschickt. So, jetzt ja. GPS aktiv. Los geht's. Jetzt passt das. Bin ich mal gespannt, wie viel ich oft hier nachfüllen darf bei den Tüften setzen. Oh, das ist riesig, das Feld. Das Umfeld geht ja noch riesig weiter. Hilfe! Aber kriegt man hin. Kriegt man alles hin. Haben halt ein bisschen zu tun. So, machen wir das mal so auf die Art. Gehen wir mal einen Schluck trinken. Mein Hals kratzt schon wieder. So. Und weiter geht's. Sollen wir ziehen erstmal eine Runde vorgewendet ringsrum. Und dann sehen wir weiter. Drei Bahnen würde ich sagen vorgewendet und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Aber Stück für Stück. Von hier.
Bin ich mal gespannt, wie ein Flitzebogen jetzt hier weiterläuft ins Feld. Und trotzdem noch leichter Hüster ließ durch, obwohl ich was getrunken habe. Oh naja. Da müssen wir durch. Ihr seid, weil ich euch anhören müsst, und ich, weil ich ja das Rumbelle an der Backe habe. Nee, doch nicht. Passt das? Fast. Noch mal leider Freestyle machen. Ja, die Bahn passt nicht. Ich will sich um die Bahn zu fahren. Hier geht es ja so beim Schlenker. Da ist es vielleicht auch gar nicht so verkehrt, dass wir im Freestyle fahren. Schön im Straßenverlauf. Schon mal so weit rum. Dumm, dumm, dumm. Jetzt fahren wir um die Halle ringsrum. So 25%, also bin ich noch mal im Vorgewählten fertig. Hier wird einiges drauf gehen. Hab ich so den Eindruck. Ich kann mich aber auch täuschen. Das ist immer Plattenweg. Oder, naja, Feldweg sagen wir, man nennt es mal Feldweg. Das steht auch schon 30% immer ins Rum bis jetzt. Da haben wir es nicht mal ganz vollendet. Nix bei dem Strutt.
Jetzt sind wir wirklich noch am Feldweg. Ich sehe nichts, aber macht nichts. Jetzt. Ja, so ist weit hochgeschnipst. Ich habe mich vor dem GPS-Linie zu weit in die Irre führen lassen. Aber jetzt geht's. Ich wollte jetzt mit GPS wieder fahren, aber die fast am Rand der Kollision. Und da wird man so die Front drumherum wickeln. Und dies wäre dann nicht so prickelnd. Mal 40% ist eine Runde. Hilfe! Ich schaffe es, wir konnten das Ding leer. Na gut. Aber tut das jemand anders mit dem Ding? Hier mit dem Keiler drauf, das ist sehr adlig. Schon denke ich mal, bei meinem Problem kriegen wir meinem kleinen Feld und das ist ja ein Witz gegen das. Aber sowas sage ich mal, ein bisschen kleinen, ich nenne es mal Tick oder Realitätswahn, will ich nebenbei hier eine, wie viele machen, eine Multifrucht-Sämaschine. Eine Sämaschine, mit der man alles ansehen kann. Bin ich ehrlich gesagt nicht so der Freund dafür. Nein, ich gehe schon den Kompromiss. Sagen wir, den Kompromiss habe ich für mich gefunden. Fliegen und Tiegen lockerer. Nein, mit dem, komm mit den schräg rausfahrenden Dingern überhaupt nicht klar. Ich gebe mich ganz offen ehrlich zu, das ist so. Standardflug oder traditioneller Flug ist, geht genauso gut wie ich in Drehschäben. Das geht genauso. Weil die Dinger, die beiden Sachen dann auch nie Freunde miteinander werden. Ich unter Drehschäben, das ist ja. Nee. Das geht nie gut. Daher probieren wir solche Experimente gar nicht. Da gab es im 17er so Set, und das hieß. Das gab es damals im Mütter. Scheint, das war sogar aus dem Contest, glaube ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also da ich mich jetzt nicht drauf fest, wenn da irgendwas falsch dran ist. Ich übernehme dafür nichts Haftung. Ziehen wir die Spur wieder bis hin nach Runde 2. Und noch Halbfeuer. Halbfeuer Teil.
bin ich ja gespannt, wie viel zu buchen. Und die 03 scheint nicht vorgewinnen dürfen. Ich habe keine Bäume groß, daher. Was soll's? Ziehen wir sie durch. Ich glaube, das Feld habe ich auch schon gekuppert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann mich täuschen. Ich glaube, wir haben schon gekuppert drüber gefetzt. Gibt im Kino so einen Missionsverlauf. Das wäre auch noch nicht geil. Wenn wir gucken, was man schon wo gemacht hat. Aber das gibt es nicht. Da muss man sich selber merken, wo man wann tätig war. Und so viele Missionen, die ich mittlerweile auch schon gemacht habe, und die Zeit hier bis jetzt hier, ich würde sagen, überbrücken, das ist vielleicht das falsche Wort, aber. Doch überbrücken kann man eigentlich doch schon sagen. So, weiter geht's hier. Mal gucken, ob es vorwärts geht. Bringen wir das auf das Niveau und los geht's. Sagen wir schön dazu. Das war schnell nein, das sehe ich mal Boden so uneben war. Ist mir aber relativ egal. Im Moment, wo es in die Stelle geben muss, nur wieder der nächste. Das sind kleine Bagatellen, die interessieren mich dann zum Abschluss im Endresultat nicht sehr. So, jetzt 38% noch. Meter vom Feldrand weg. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ein paar Meter müssen wir noch. Na, schauen wir mal bis zu dem Stromwasser, wo Stromwasser steht jetzt drin. Mit Servus. Ja, kein Strom, das steht da drin. Aber jetzt sind wir fast so, dass man da vorbeikommen könnte. So, weiter geht's. Aber wir kommen jetzt erstmal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da und ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.